Hallo und willkommen zurück bei Stranded. Oh, denn die nächste Fremde, Stranded Alien Dawn. Natürlich darfst du bleiben. Edmund! Wieder ein neuer. Das heißt, ich werde den hier, den einzelnen, jetzt leeren und zerlegen. Du kannst auch kämpfen. Das heißt, du kriegst die Laserpistole. So, dann werden wir ihm auch mal Aufträge erteilen. Was kann er denn? Er kann sich auch mit ums Heilen kümmern. Sachen, wo er null hat, da macht er halt nicht mit, ne? Außer Graben. Graben lasse ich bei jedem drin. Aber er ist tatsächlich gut in Beobachten und Forschen. So, und damit hätten wir Getreide. Getreide ist natürlich wertvoll. Ich dachte tatsächlich, wir hätten hier Heu, aber nein. Getreide. So, wir brauchen noch ein Schlafplatz. Guck mal, wir haben hier direkt mehr Leute als vorher. Nur weil wir dieses eine da haben, mehr Leute zu haben. Wir können direkt den Berg bauen. Das war wichtig. So, aber ich würde sagen, was tatsächlich wichtig ist, sind die Blitzableiter, damit hier keiner wieder vom Blitz getroffen wird. Ich meine, die kosten ja nur Scrap. So. Eine Schneiderwerkbank aus Holz. Pflanzen wir auch mal hier hin. Und dann würde ich, glaube ich, auch schon das erste Gebäude bauen, oder? Das können wir ja alles wieder umplatzieren. Eine normale Werkbank habe ich natürlich auch noch nicht gebaut. Konnte ich nicht vorher mal so ein Lagerfeuer bauen? Das Bergwerk. Ich klatsche das tatsächlich hier hin. Zack. Fallen wäre natürlich auch nicht schlecht, aber ich würde gern tatsächlich das erste Häuschen bauen. Habe ich hier ein, aus Versehen ein Bett gelöscht.
So, das erste Häuschen. Das wären wieder die Schlafräume, oder? Irgendwann werde ich es dann upgraden. Da kommt der Holzboden drauf. Dann die Holzwand. Ich muss mal gucken, ob das Gebäude vielleicht zu klein ist. Aber wenn hier, dann hier wieder eine Wand. Wand. Ich habe einfach ein blaues Leuchten. Expedition. So, erstmal Wand. 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 So, wir haben 1, 2, 3, 4 Zimmer. Das reicht natürlich nicht. Das heißt, wir müssen hier die Wände vergrößern. Erstmal hier wieder den Fußboden rein. Haben wir aber doch schon mehr Holz als gedacht. Ich dachte, das wird jetzt eine Ewigkeit dauern, bis das hier durch ist. Ja, direkt wieder los hier. So, von wo kommen die denn? Von hier hinten. Den Turm sind wir noch dran. Na doch, wir lassen die ein bisschen näher kommen tatsächlich. Aber greift hier nicht den hier an, ne? Das ist ja ein bisschen doof. Gute Arbeit. So, 1, 2, 3, wir haben direkt 6 Leute, 1, 2, 3, 4 Zimmer haben wir aber erst.
So, das heißt, so viel muss da nochmal dran. Diese Wand muss weg. Dann schon mal die Böden drauf. Nee, so machen wir das nicht. Ich muss nur an das Dach denken. Das Dach muss ich nämlich noch drauf zimmern. Was hast denn du da gemacht, Thals? Oder Thalers? So, das Dach. Da sind ein paar ungedingst. So, ich kann jetzt sogar schon Palisaden bauen. Ich baue aber erstmal nur ein paar Verteidigungstürme. Noch keine Palisaden. Brauche ja auch noch Holz. Marki hat eine Krankheit. Da sind ein paar im Leerlauf. Wir haben aber auch keine Steine hier in der Nähe, ne? So, wir könnten den plündern und den plündern. Hier hätten wir ein paar Steine, tatsächlich. Wir hatten da unten hatten wir schon mehr Ressourcen, so ist es nicht. Wir haben ja auch gar kein Erz. Gut, wenn wir, sobald wir einen Brennofen gebaut haben, können wir theoretisch ja hier den Berg. Bau, den Steinbruch uns annehmen. Und uns diesen Sachen hier annehmen. Ein Fasskaktus. Ein Fasskaktus, der tot ist. Alter, wir haben schon Carbon-Windräder. Wo haben wir die denn bekommen? Wir hatten noch gar keine Dings. Oh, der hat eine Infektion. Wie hat der die denn bekommen? Na egal, wir könnten jetzt auf jeden Fall einen Brennofen bauen. Davon baue ich direkt zwei Stück. Boah, das ist direkt sogar hier Gärfass.
glaube, ich baue hier sogar zwei Eingänge hin. Genau, da kommt einer hin. Kann ich den verschieben? Nee, aber abreißen. Den würde ich gerne anders bauen. Ich würde den auch gern seitlich machen. So. Jetzt brauche ich nur Holz. Ich habe doch hier bestimmt Bäume fällen. Und ich muss hier wahrscheinlich sogar heizen drin. Ich weiß noch nicht, wie wir hier die Verteidigung machen. Wir haben kein Essen mehr. Habe ich hier nicht voll viel Essen angedingst? Gerne. Der nächste. Michael. Es wird ja immer voller hier. Ich baue mal einen, Regal hier rein. Ja, wobei, ich baue es erstmal nach draußen, oder? Okay, wir brauchen ein bisschen Essen. Ein Staubsturm. Wir müssen jetzt hier ein bisschen jagen, weil wir Essen brauchen. Sonst verhungern mir hier die Leute. Dass wir jetzt auf einmal so viele Leute bekommen, da habe ich auch nicht mit gerechnet. Vielleicht jetzt mal von durch den Neustart. Setzen ihn mal auf Bergbau und dann wird er halt hier liefern und sowas. Wir brauchen ein weiteres Bett. Aber jetzt reicht der Raum schon wieder nicht aus.
Ich habe echt kein Essen mehr, ne? Oh, der Steinbruch ist fertig. Guck mal hier. Hier machen wir bis 200. Aber jetzt müssten wir eigentlich Essen bekommen, ne? Weil die kann man doch essen. Ich meine, ich habe halt keinen Kühlschrank oder so, aber... Wir können ja anfangen, schon mal hier gehen wir auf Stoff oder Synthetik? Ich würde sagen, wir gehen auf Stoff. Das werden wir schneller nachproduzieren können. Das ist falsch rum. Sekunde. So, das müsste auch schon reichen für die Zimmer. Ein Fremder nähert sich. Schon wieder? Alter! Ja, komm, klar. Bleib. Emmeline! Das ist geil. Da haben wir direkt unsere Köchin wieder dabei. Am Start. Und das reicht schon wieder nicht. Ich muss das Haus schon wieder erweitern. Jetzt brauche ich wahrscheinlich zweimal Nahrungsmittel, oder? Steht zwar immer noch, dass wir keine Nahrung haben. Aber jetzt haben wir zumindest einen, der permanent kocht.
Ein Heißluftballon, den werden wir auch schon mal bauen. Können wir alles das hier spiegeln auf den? Perfekt. So, Hacke. Hacke. Bis, ich würde sagen, du 200 Dings hast, aber davon hast du eh genug. So, dann haben wir hier Waffen herstellen. Speer. Bis du 2 hast. So, dann machen wir nochmal einen Bogen. Bandagen, bis du 10 hast. Hier Brei. Lecker Brei. So, T-Shirts. Hosen. Versuchen so ein bisschen Combo zu machen. So, aber wir können ja einen schon mal auf Expedition schwimmen. Hier, blaues Moos. Neue Flora gesichtet. Verlorenes Wissen. Rauchsignal. Wer hat denn am meisten... Sekunde, ich gehe nochmal raus. Guck mir mal, wer am meisten physisch hat. Okay, am besten ist geeignet für zu kämpfen und physisch wäre Maeva. Oder wie man die ausspricht. Neue Flora. Blaues Moos. Wir machen erst das blaue Moos, weil ich glaube, da gibt es auch Essen. Aber dass wir hier Untätige haben, kann ja eigentlich gar nicht sein. Machen wir einfach noch einen Forschungstisch. Aus Metallschrott. Der Brennofen ist tatsächlich ready. So, dann machen wir hier, bis wir 100 haben aus Metallschrott. Backen. Ziegelsteine geht noch nicht. Dann machen wir hier Zement. Bis wir 200 haben. Dann spiegeln wir den mal. Neues blaues Moos. Hol dir blaues Moos und komm zurück. Der blaue Moostee. Wir brauchen dringend Holz. Wir müssen auch viel mehr Palmen anbauen. Jetzt haben wir noch eine Hitzewelle.
So, auf Position. Und dann greift mal an. Die Hälfte stirbt schon. Warum? Haben die sich gegenseitig gekillt? Sie greifen an! Hitzewelle in der Wüste, das ist echt nicht geil. Jetzt ja überall auch hier Lüftungsschächte machen, ne? Ich muss aber noch einen hinzufügen. Ein Schlafzimmer war das, das ich jetzt zu wenig hatte, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, passt doch. Ne, 7 habe ich nur. Verdammt. Das Ding ist, ich nehme jetzt auch jeden an. Was? Ja, aber das kenne ich doch schon. Ich nehme jetzt auch jeden an, weil ich beim letzten Mal so selten neue Leute bekommen habe, dass ich Schiss habe, wenn ich die nicht annehme, kriege ich nie wieder Leute. Obwohl ich gar nicht die Ressourcen habe, um alle durchzufüttern. Egal. Da müssen wir durch. Wir müssen auf jeden Fall denen auch ein bisschen Freizeitsachen geben, sonst drehen die mir hier durch. Jetzt können wir auch die Statuen tatsächlich nutzen. Beim letzten Mal haben ja nicht alle Statuen funktioniert. So, den müssen wir ein bisschen bewegen. Für einen Flammenwerfer bräuchten wir natürlich erstmal, müssten wir einen Zaun ziehen. Dafür bräuchten wir aber erstmal wieder mehr Holz.
Hier liegt einfach mal ein Pelzmantel. Boah, noch einer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Boah, wir haben jetzt acht Leute, ne? Ich würde echt gern noch wen annehmen, ne? Ich würde es gern bis auf 10. Aber ich muss. Also, wir können jetzt auch erstmal nicht übertreiben, ne? Beim nächsten Mal vielleicht wieder. Neue Ressource: Kaktusschleim. Das waren, wir haben nur die halbweise an Glitzerkappe. Brei mache ich nochmal raus. Dann machen wir den. Synthetischer Stoff. Also, sie braucht erstmal noch eine Nahkampfwaffe. So, du kriegst schon mal einen Bogen. So, und dann brauchst du auch noch mal einen Bogen, ne? Hier haben wir tatsächlich blauen Moos. Da können wir wohl immer wieder hin. Erkunden. Komm, wir gehen mal zum Rauchsignal. Bevor es jetzt weg ist. Und ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.